Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Jivako. Das heutige Thema lautet vom Konsumenten zum Produzenten. Du bist nicht ohnmächtig. Niemand ist ohnmächtig. Niemand. Ganz im Gegenteil, alle sind allmächtig. Doch die wenigsten sind sich darüber bewusst, über ihre Möglichkeiten und über ihre Macht. Und mein ganzes Wirken zielt darauf ab, die Menschen auf ihre Möglichkeiten hinzuweisen und sie darauf hinzuweisen, wer sie sind. Sie darauf hinzuweisen, dass unser aller Bewusstsein allmächtig ist, kreativ ist, dass aus diesem allmächtigen Bewusstsein heraus alles geschöpft werden kann, dass in der Vorstellung eine Korrektur vorgenommen werden kann von jeder Wahrnehmung, die suboptimal ist. Das heißt, wenn du irgendetwas in der Welt siehst, was dir nicht gefällt, dann kannst du das in deinem Bewusstsein korrigieren, wenn du weißt, was du stattdessen erfahren willst. So funktioniert Schöpfung. Ganz einfach. Es ist grundlegend ganz einfach. Du bist in der vollen Macht, du hast alle Möglichkeiten. Du musst lediglich wissen, wie du damit umgehst, mit diesem Bewusstsein. All darüber habe ich viel gesprochen. Es gibt 500 Videos hier auf diesem Kanal. Es gibt 2 Bücher, die sich damit beschäftigen. Insbesondere das erste, das Buch der Macht. Du kannst sehr viel tun. Okay, und das erfordert beständige Praxis, sich zu entwickeln, rauszukommen aus der Fehlprogrammierung, die uns angeboten wurde und die wir uns reingezogen haben, die wir uns zu Herzen gemacht haben und die bei vielen dahin geführt hat, dass sie der Auffassung sind, was soll ich schon tun? Die bei vielen dahin geführt hat, dass sie nicht wissen, wer sie ihrem Wesen nach sind, kennen nicht ihre Wahrheit, kennen nur das, was ihnen erzählt wurde, wer sie seien, wer sie wären, was sie könnten und so weiter und so fort. Okay, das ist das ganz große Ding. Aber jetzt möchte ich mal ein bisschen konkreter werden. Im Falle, dass du gut findest, was ich mache, im Falle, dass du der Auffassung bist, dass die Botschaften, die ich hier so in die Welt gebe, nicht nur für dich nützlich sind, sondern auch für viele andere nützlich sein könnten, wenn sie denn nur darüber wüssten. Und du kannst mir dabei helfen, diese Botschaft hier in die Welt zu geben, wenn du das möchtest. Nur dann. Ich bin kein Bettler, ich mache nur ein Angebot, das Gute in die Welt zu bringen. Das ist, was ich mache, nach meinen Fähigkeiten. Und ich weiß, es gibt über 4000 Menschen, die diesen Kanal hier abonniert haben und dem folgen. Die meisten sind Konsumenten, vielleicht stille Beobachter. Und das ist ja schon mal toll. So haben die Menschen vielleicht einen Nutzen für sich davon. Vielleicht geht mehr für dich. Ich weiß es nicht. Überleg dir mal, ob du nur konsumieren möchtest oder ob du auch einen Beitrag leisten möchtest. Die Möglichkeit besteht nämlich auf vielerlei Weisen. Immer nur unter der Voraussetzung, dass du der Auffassung bist, dass dieses Wissen hier die Welt zu einem liebevolleren Ort machen würde, wenn die Menschen sich das zu Herzen nehmen könnten. Und dafür müssen sie es doch erstmal sehen oder hören. Und die meisten, die sehen und hören das halt nicht. Du kannst deinen Beitrag dafür leisten, dass ein paar mehr Menschen in Kontakt kommen damit. Also was ist möglich zu tun? Ich habe mir mal ein paar Sachen überlegt. Telegram, diesen Kanal, den kennen viele. Und auf diesem Telegram-Kanal kannst du Botschaften teilen an diejenigen, die in Verbindung stehen mit dir. Also, such dir einen Film aus, der dir besonders gut gefällt,
der dir besonders gut getan hat, und teile ihn mit anderen. Eine Möglichkeit. Oder WhatsApp. Eine andere Möglichkeit. Gleiches Prinzip. Oder manche sind noch bei Facebook. Da bin ich schon lange nicht mehr. Ich komme da nicht mehr rein. Egal, und habe mich auch nicht darum gekümmert. War mir nicht so wichtig. Doch, falls du noch bei Facebook bist, auch da kannst du dir einen Film aussuchen, ihn teilen auf deinem Profil oder ihn an deine Freunde weiter senden. Immer nur dann, falls du der Auffassung bist, dass das gut ist. Wenn es dir genutzt hat, warum soll es nicht auch anderen nutzen? Dann gibt es die Möglichkeit, das Buch der Macht zu kaufen und es zu verschenken. An diejenigen, die es dir wert sind, tatsächlich. Weil wenn du das Buch kaufen willst, ja, dann müssen dir die anderen wohl was wert sein. Oder die Feldbibel, das zweite Buch. Du kannst das, oder du kannst es verleihen an andere, keine Ahnung, einladen. Das sind Möglichkeiten. Was haben wir noch? Ich habe mir noch mehr aufgeschrieben. Ach ja, natürlich, du kannst auch dir die Mühe machen, wenn hier so ein Video erscheint und du findest es gut, setz einen Daumen dahin, ein Like. Da geht es nicht nur um Daumen hoch, runter, sondern das hat was zu tun mit diesen Algorithmen. Dann werden die Videos leichter auffindbar sein, je mehr Anteilnahme da bekundet wird. Oder du kannst einen Kommentar unterhalb des Videos hinschreiben. Am liebsten einen konstruktiven. Ja? Oder es gibt noch was, und das ist auch ein Riesending. Du kannst ein sogenanntes Menschentreffen organisieren. Ich habe in den letzten knapp anderthalb Jahren etliche Menschentreffen in Deutschland besucht und dort was erzählt. In der Runde von Menschen, die sich diese Filme hier angeguckt haben und gerne mehr wissen wollten. In den letzten zwei Monaten hat kein Menschentreffen mehr stattgefunden. Warum? Ja, weil niemand eins organisiert hat, tatsächlich. Warum hat keiner was organisiert? Keine Ahnung, ist in Vergessenheit geraten. Konsument, Produzent, such's dir aus. Was kann ich schon tun dafür, dass die Welt hier schnallt? Dass die Menschen was erkennen. Ja, eine ganze Menge. Zum Beispiel mich unterstützen in dem, was ich tue, im Falle, dass du das überhaupt unterstützenswert findest, gut findest. Also Menschentreffen organisieren. Ja, wie geht das? Ja, das wirst du erfahren, wenn du in den Telegram-Kanal kommst, die Vaka Universe. Da findest du die Links unterhalb dieses Films. Da kannst du in den Chat kommen, da sind andere Menschen, die an Entwicklung interessiert sind, mit denen kannst du dich austauschen. Ja, worüber? Über den letzten Klogang oder das Frühstück, wie gut das war? Nee, kannst du natürlich auch. Doch, ich sehe keinen großen Nutzen darin. Du kannst dich darüber austauschen, was dich hieran anspricht, an der Botschaft, die ich hier so gebe. Du kannst davon erzählen, wie die Ergebnisse aus deiner eigenen Praxis sind, was du schon verbessern konntest, was du schon lösen konntest, was du an Nutzen hast. Und das wird andere inspirieren. Und das wirst du dann tun können in diesem Kanal, wenn du dein Gesicht zeigst im Profil und deinen Namen nennst, dich vorstellst. Ich bin der und der, guten Tag, schön hier zu sein, so ungefähr. Ganz normal, ein schöner Ausdruck, wie diese Welt nun mal schön sein kann. Eine anonyme Welt ist eine kalte Welt. In einer Welt, in der sich keiner über den Weg traut, ist eine Kackwelt. Wenn du in einer anderen Welt leben willst, dann gib ein anderes Beispiel ab. Ich rede mal ein bisschen Klartext jetzt. Also kannst du in den Chat kommen, von deinen Erfahrungen berichten, erzählen, Erbauliches. Und so können sich Menschen gegenseitig erbauen, sich inspirieren. Das wären mal ein paar Möglichkeiten. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Möglichkeit. Eine ganz konkrete. Im Falle, dass du Wert legst, gut findest, was ich so mache,
Dann kannst du mir helfen. Wie? Naja, verschiedene Weisen. Indem du deine Aufmerksamkeit gibst. Okay, das tun viele. Manche liebevolle Aufmerksamkeit, andere hässliche Aufmerksamkeit. Die drücken mir dann immer alles Mögliche rein, aber das nehme ich mir nicht weiter zu Herzen, denn wie ich gestern schon gesagt habe, Menschen können ja immer nur das zum Ausdruck bringen, wovon sie erfüllt sind. Und wenn jemand von viel Müll erfüllt ist, dann kann er auch nur viel Müll zum Ausdruck bringen. Gut, also Aufmerksamkeit ist eine Möglichkeit. Dann gibt es noch mehr. Du kannst mir helfen. Naja, in welcher Form? Kartoffeln. Ja, Essen. Der Player hier braucht Essen. Alles, was da kommt, wird mir helfen, diesen Player hier, der diese Arbeit macht, am Leben zu halten und ihn zu pflegen. Na gut, Kartoffeln verschicken ist vielleicht nicht so sinnvoll. Oder Benzin wäre auch gut. Ich fahre viel durch die Gegend. Ich habe ein altes Auto mit über 300.000 Kilometern. Das muss immer in die Werkstatt, damit ich diese Fahrten machen kann. Ja, und was? Ja, die Jungs in der Autowerkstatt wollen auch von was leben, also gebe ich ihnen Geld. So. Kannst du auch machen, wenn du gut findest, was ich mache. Geld ist hilfreich tatsächlich, denn davon kann ich Rechnungen bezahlen. Davon kann ich Sachen kaufen, die hier in diese Aktivität einfließen und zur Erhaltung von diesem Arbeiter hier beitragen. Kannst du machen, wenn du willst, Konsument oder Produzent, Teilnehmer, teilnehmen an der Welt. Wenn du einen Wandel in der Welt wünschst, ja, dann trag halt dazu bei, mach was. Ich bin kein Bettler. Ich will nur etwas aufzeigen. Diejenigen, die das, den Gedanken haben, was soll ich schon tun, was kann ich schon tun? Eine ganze Menge habe ich doch gesagt. Wenn die Bereitschaft dafür da ist, wenn das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, wenn du was tun willst, kannst du was tun. Entweder selbst aus deinem Bewusstsein heraus oder unterstützt diejenigen, die etwas tun, was du gut findest. So mache ich das auch. Ich unterstütze viele und ich unterstütze nur diejenigen, die ich richtig gerne mag, die ich richtig toll finde, bei denen ich sehen kann, dass sie etwas tun, was ich richtig toll finde. Da gebe ich Geld hin, da gebe ich Aufmerksamkeit hin, da gebe ich Zeit hin, weil ich möchte, dass das wächst in dieser Welt. Denn alles, was ich unterstütze, alles, worin ich investiere, sei das nun Menschen oder Tätigkeiten oder Produkte, das wird in meinem Bewusstsein wachsen. Also, jede Investition, die du tätigst, die du gibst, jede Gabe, die du gibst, auf wen auch immer und gerne auch auf mich und meine Aktivität, die wird dich erfüllen mit dem Entsprechenden. Jetzt haben wir schon 13 Minuten. Egal, ich ziehe es bis zum Ende durch. Und dann höre ich ja immer mal wieder, ja, ich würde ja gerne was geben, aber ich habe ja nichts. Ja. Frage, willst du in Habe-Nichts bleiben oder willst du in die Fülle kommen? Ja oder nein? Jetzt ist die Antwort wichtig. Naja, und dann werden dann viele sagen, ja, ich möchte in die Fülle kommen. Okay, herzlichen Glückwunsch, gut. Erste gute Entscheidung in Bezug darauf, wie? Ganz einfach. Da zitiere ich jetzt einen Mentor aus meiner Geschichte. Was er mir gesagt hat, gebe ich weiter. Folgendes gesagt. Der Mangel ist das Ergebnis von Geiz. Oh, brutale Ansage, gell? Das heißt, all diejenigen, die nichts auf der haben da, sollen geizig gewesen sein. Nimm's mal, na ja. Mhm. Und wie kommt man da raus? Wie kommt man aus dem Mangel in die Fülle? Zitat, mein Mentor zum Beispiel hat er gesagt, wenn du nichts hast, lade jede Woche deine Freunde ein und koch ihnen was.
mit dem, was du dir eben so gerade leisten kannst. Tu dein Bestes, lade sie ein, teile, gib was von dir, weil mit jeder Gabe, die du gibst, wirst du den Reichtum in dir pflanzen. Also diejenigen, die sagen, ich würde ja gerne was geben, aber ich habe nichts, kann nichts geben, die werden so bleiben. Du kannst immer was geben. Und wenn es ein Hosenknopf ist, wenn es Zeit ist, wenn es, deswegen habe ich ja gesagt, was kann Telegram teilen, WhatsApp teilen, Facebook teilen, alles Mögliche. Einen netten Kommentar schreiben, was auch immer, teilnehmen. Oder es gibt auch Tätigkeiten, viele Möglichkeiten für diejenigen, die das wollen, für diejenigen, die etwas produzieren wollen, die etwas Produktives, die Wachstum, an Wachstum interessiert sind und nicht nur an Konsum, Verbrauch. Ja? Wie es heißt, geben ist seliger denn nehmen. Ja, wer nur nimmt, macht sich arm. Wer nur nimmt, ohne zu geben, macht sich arm. Und andere. Und wer gibt, der wird bereichern, nach außen und nach innen. Und natürlich, wir leben ja in einem parasitären System. Sind wir reingeboren, sind so erzogen worden. Da gibt es immer nur nehmen. Geiz ist geil, je mehr, desto geiler irgendwie. Und die Menschen sehen nicht, dass sie sich und andere arm machen. Auch in Beziehungen. Gib mir. Es funktioniert andersrum. Wachstum, gegenseitige Bereicherung funktioniert so. Geben. Im Vertrauen geben. Anderer Mentor aus meiner Geschichte hat gesagt, wenn sie geben, sie werden niemals hungern müssen. Lassen Sie andere vor. Jeder will Erster am Buffet sein. So ist Krieg. Lassen Sie vor, gehen Sie hin, bieten Sie an. Keiner will einsam sein, doch keiner geht hin. Gehen Sie hin. Machen Sie. So. Ganz einfache Botschaften. Jetzt habe ich hier genug erzählt. Ist mir schon klar. Das ist nicht die spektakuläre Adrenalin-Botschaft gewesen hier, keine Ahnung, bla bla bla, der Dritte Weltkrieg und bla. Da würden natürlich wesentlich mehr draufklicken, aber was soll's, das wären nur Konsumenten und Adrenalin-Junkies, mit denen ist sowieso kein Krieg zu gewinnen. Letzter Satz noch. Andere Kanäle habe ich mir angeguckt. Wir reden immer schönes Zeug. Zeug, was sich gut verkauft. Wachstum ohne Ende. 100.000 Follower, 200.000 Follower, 300.000 Follower. Kommt gut an. Dieser Kanal hier, in der gleichen Zeit. Wachstum, ja, ganz wenig, beständig, stabil. 4.090 Abonnenten im Augenblick. Das sind diejenigen, die sich sowas reinziehen. Die Masse mag was anderes hören. So ist es eben. Klasse statt Masse. Wenige, die sich über ihre Schöpfungsmacht bewusst sind, die etwas wollen, die wissen, was sie wollen und bereit dafür sind, darin zu investieren, können die Welt verändern. Und an diesen Menschen bin ich interessiert. Und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Aufmerksamkeit, dafür, für dein Interesse, dass du mir hier dazugehört hast und dir das überdenkst. Also, habt's gut. Wir sehen uns bald. Alles Beste für euch. Stellt euch das Beste vor. Erschafft die Welt im Guten, in eurem allmächtigen Bewusstsein. Ihr glaubt gar nicht, was ihr bewirken könnt, was wir bewirken können. Macht es euch bewusst, so wie ich es mir jeden Tag bewusst mache. Ich bin der Allmächtige meinem Wesen nach. Du bist der Allmächtige deinem Wesen nach. Bekenn dich auf dein Wesen, vergib die Programmierung
und dann wird dir alles möglich sein. Tschüss.